Normalerweise, wenn so ein Hobo da auf den Zug gesprungen ist, den haben sie eigentlich ganz gerne mal runtergejagt, teilweise sogar mit Ketten, die da, wenn die dann unten am Zugdruck hängt, dann mit Ketten hängen lassen, dass die da vom Zug entfernt werden. Nur Musiker haben sie dann eben, haben sie so durchgeschlagen, dass sie dann im Zugführer oder im Zugpersonal Songs gespielt haben und dann durften die da mitfahren. Und da gibt es viele so alte Aufnahmen aus den 20er Jahren schon mit Mundharmonika, diverse Züge, die haben alle ihren eigenen Klang gehabt. Und da haben wir so ein bisschen was rausgezogen und meinen eigenen Train Blues draus gemacht. Lass nochmal kurz die Lokomotive ölen. Oder Station Glockenberg vorgestellt, die Herstellung.